Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu unseren parapsychologischen Reden, die wir auf unseren Exkursionen mit haben, auf unseren Untersuchungen und die wir euch natürlich gerne, damit ihr auch den wissenschaftlichen, technischen Background versteht, zeigen möchten. Und das Gerät, um das heute geht, ruhig mal kurz. Das hier ist die sogenannte Poltertube. Hat nicht so viel mit Poltergeist zu tun, wie man vielleicht denken möchte. Thema Poltergeist ist auch eine ganz andere Kategorie, das werden wir dann bei den theoretischen Videos zur Parapsychologie erklären. Aber die Poltertune heißt so, weil sie, wie man hier sehen kann, ich komme ein bisschen näher für euch, dann seht ihr mich zwar nicht mehr, aber ihr seht die sehr gut, denke ich. So, zur Erläuterung. Das ist die Poltertune, Ein- und Ausschalter, rotes Signal, wenn es an ist. Und hier, das ist eine Spieluhr, die über einen Motor angetrieben wird, die dreht sich, wie das zum Beispiel bei einem Spieluhr kennt, hat sie hier kleine Erhebungen, die dann, wenn sie sich bewegen, die Metallsachen bewegen und dabei ein Geräusch verursachen. Das heißt, wir haben ein optisches und ein akustisches Signal. Jetzt ist natürlich die Frage, wo und wann messt das? Hier vorne, das ist die Messsonde. Die geht leicht keilförmig, kann man eigentlich kaum zeigen, so ungefähr. Und sendet Ultraschallwellen aus und die misst halt, wie lange es dauert, bis die Ultraschallwelle auf ein Hindernis trifft und wieder zurückkommt. Die Zeit wird quasi technisch gestoppt. Und wenn irgendwas diese Ultraschallwellen bricht, nehmen zum Beispiel die Hand davor, also der Weg kürzer und damit auch die Zeit kürzer ist, bis wieder ein Signal zurückgemeldet wird, dann reagiert die Poltertune und bringt die Spieluhr zum Laufen und das Licht zum Leuchten, sodass wir das sehen können. Funktioniert also genau wie ein Ultraschallbewegungsmelder und nichts anderes ist das technisch gesehen. Und mit ihr einen Geist zu dokumentieren ist in dem Sinne schwer, weil die in der Regel nicht materiell sind. Aber für eine materielle Dokumentation ist es eigentlich ganz interessant. Und wir werden mal schauen, was wir da so für Ergebnisse sehen. Um das noch kurz zu erklären, also wie funktioniert diese Messsonde, die hier oben ist? Die gibt halt Ultraschallwellen ab und misst, wie lange es braucht, bis sie zurückkommen. Und wenn die Zeit von hin und zurück länger ist, als die Ultraschallwellen brauchen, um 3 Meter zurückzulegen, weil das ist der definierte Radius sozusagen, dann weiß sie, aha, da ist ein Hindernis und ja, die Messung findet statt, die Spieluhr beginnt zu leuchten. Ich zeige euch das jetzt mal. Die Decke hier, die ist ja, 1,20 Meter weg. Das heißt, sobald ich jetzt anschalte, misst es, stellt fest, die Entfernung ist kürzer als 3 Meter, weil die Zeit, die die Ultraschallwellen hinzugebracht haben, länger als die definierte Zeit dafür sind. Und dadurch beginnt dann die Spieluhr zu spielen, indem der Motor es dreht. Ich drehe es jetzt mal weg zur Richtung Wand, die ist weiter weg. Und ihr seht, keine Reaktion mehr. Ich möchte es euch auch gerne mit dem Tripod da hinten nochmal zeigen. Ihr seht, ich habe die Poltertune auf den Tripod gestellt. Ich werde jetzt also zurückgehen, das Licht ausmachen, dann im Dunkeln hier rumgehen, einen kleinen Bogen um die Kamera machen und wieder das Licht anschalten. Das heißt, wir müssten sie 3-mal hören. Jetzt, wenn ich zurückgehe, um das Licht auszumachen, wenn ich hier wieder zurückkomme, um die Runde zu drehen und dann, wenn ich die Runde gedreht habe, wenn ich wieder hingehe zum Lichtschalter, um den anzumachen. Schauen wir mal. Ja, und das ist die Funktionsweise von der Poltertune. Und wie immer hoffe ich für euch, das war interessant, hat euch geholfen, das Gerät ein bisschen besser zu verstehen, wo, wann wir es einsetzen können, werden wir natürlich dann in der Praxis schauen müssen. Und gerne würden wir uns freuen, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen würdet, ein Abo da lasst, falls ihr es denn noch nicht schon getan habt. Und gerne könnt ihr uns natürlich auf jede Weise supporten, dazu auch Link oben und unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei unseren anderen Videos, vielleicht bei den anderen Untersuchungen. Oder auch bei den anderen Geräten. Je nachdem, was ihr gerne möchtet. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin sage ich, macht's euch gut, macht's besser und tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen. Da ist bestimmt was. Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus
ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.